Mittelerde ist eine fantastische Welt. Doch in der Handlung von Der Herr der Ringe erfahren wir recht wenig über die Vorgeschichte. In dieser Reihe erkunden wir diese. Und nachdem wir im letzten Part das zweite Zeitalter abgeschlossen und Saurons vorläufiges Ende nach der Schlacht des letzten Bündnisses angesehen haben, kommen wir heute zu den Reichen der Menschen in Mittelerde im dritten Zeitalter. Arnor und Gondor, wie sie sich verändert haben und außerdem der Krieg im Norden, wobei der Hexenkönig von Angmar eine große Rolle spielt. Viel Spaß! Bevor wir uns reinstürzen ins Thema, noch ein kleiner Disclaimer. Wir sehen uns hier nicht jedes Detail an, aber ich gebe euch einen Überblick über das dritte Zeitalter bis zum letzten König von Gondor. Let's go! Nachdem Isildur bei den Schwertelfeldern gestorben ist, haben Valandil und Meneldil, jeweils die Söhne von Isildur und Anarion, die Herrschaft als Könige über die Reiche Gondor und Arnor übernommen. Unter ihnen und den nächsten Generationen war alles recht friedlich und bis auf Elronds Familiengründung geschah nichts Erwähnenswertes. Doch im Jahr 490 begannen die Ostlinger ihren ersten Angriff auf Gondor. Ein langer Krieg, bei dem der König Rumendakil starb, als weitere Horden der Feinde kamen, obwohl er sie davor schon einmal besiegt hatte. Sein Sohn Turambar rächte ihn in den folgenden Jahren und eroberte große Gebiete im Osten. Damit begann ein Trend mit der Ausdehnung Gondors. Nicht einmal 300 Jahre später begann unter König Falastur die Linie der Schiffskönige, die ihr Gebiet weit in den Süden erweiterten. Sogar Umbar wurde im Jahr 933 eingenommen. Für das wir hier kurz die Karte wechseln, später wird das einfach mit einem Pfeil angezeigt. Während Gondor wächst und gedeiht, kommt es aber in Arnor zu Problemen. Nachdem Earendur stirbt, zerstreiten sich seine drei Söhne und das Reich spaltet sich in Arfedain, Rudaur und Cardolan. Die Königslinie von Arnor geht in Arfedain weiter. Auch wurde spätestens da die Hauptstadt von Anúminas nach Fornost verlegt. Diese drei Teilreiche hatten immer wieder Streit, wegen der Bergkette in der Mitte, den Wetterbergen mit der Wetterspitze als Abschluss. Denn in dem Turm auf diesem Berg war einer der Palantire, also einer der sehenden Steine, von denen auch Saruman einen besaß. Und während sich das numenorische Blut in Rudaur und Cardolan immer mehr verdünnt hat, keimte ein Schatten in Dol Guldur auf. Zur gleichen Zeit kamen in Mifflond die Istari an, die Zauberer aus dem Westen. Und nur Círdan erkannte, woher sie kamen, Abgesandte der Valar, die Mittelerde helfen sollten. Und somit gab er Gandalf seinen Ring der Macht. Und es wird vermutet, dass dieser Ring ihm im Kampf gegen den Balrog wichtige Dienste leistete. Und dann erlangte Gondor seinen Höhepunkt unter Hyarmendakil, denn er brachte Teile von Harad unter seine Macht. Doch seine Nachfahren waren nachlässig und das Reich schrumpfte bald wieder. Denn die Ostlinge erkannten diese Schwäche. Während die Reiche der Menschen langsam auf ihr Ende zusteuerten, kamen nun langsam stetig die Hobbits über die Nebelberge. Und um das Jahr 1300 wurden dunkle Wesen zahlreicher. Saurons Macht erstarkte. Die Zwerge wurden von Orks im Nebelgebirge angegriffen und die Nazgûl erschienen. Der Hexenkönig gründete das Reich Angmar. Die Menschen wussten aber noch nicht, dass er der Anführer der Nazgûl war. In Rudau haben die Menschen das Blut der Numenorer verloren und sie kehrten sich ab und folgten eher Angmar als anderen Menschen. 1409 startete der Hexenkönig mit Rudaur einen Angriff und umzingelte sogar den Amon-Sul, konnte jedoch nach langen Kämpfen vertrieben werden, wobei der König von Arfedain fiel. Zu circa jener Zeit brach in Gondor der Sippenstreit los, denn der König hatte mit dem Norden zusammengearbeitet, die Nordmenschen wurden aber von vielen Gondorianern als mindere Menschen gesehen. Und der König sandte seinen Sohn Valakar dorthin, und dieser heiratete die Nordfrau Vidumavi. Und als ob nicht schon genug Unruhe geherrscht hätte, bekamen die beiden einen Sohn namens Eldakar. Als er nach dem Tod seines Vaters den Thron antreten sollte, kam es eben zum Sippenstreit. Sein Gegner war sein Großcousin Castamir, hinter dem viele standen, die das reine Blut der Numenorer am Thron wollten. Eldakar war aber immer mutig und kämpferisch,
Das Blut des Nordens in ihm war nämlich stärker, als es die Feinde annahmen. Doch in der Hauptstadt Osgiliath wurde er belagert und die Rebellen ließen sie aushungern und zündeten die Stadt an. Bei diesem Brand ging der Palantir der Stadt verloren. Castamir hatte gesiegt. Eldakar war aber nicht tot. Er floh nach Norden. Sein Sohn kam jedoch in Osgiliath um. 10 Jahre lang war Castamir König, doch er war grausam und konzentrierte sich mehr auf seine Schiffsflotte als auf sein Volk. Eldakar tötete Castamir bei einer Schlacht und rächte damit den Tod seines Sohnes. Castamirs Söhne aber entkamen und sie zogen sich nach Umbar zurück. Das Gebiet war vorerst für Gondor verloren, doch es wurden Angriffe versucht. Eldakar lebte trotz der Vermischung mit den Nordmenschen 235 Jahre lang. Dennoch wurde mit der weiteren Verdünnung des Blutes das Leben der Dúnedain immer kürzer, denn beim Sippenstreit waren viele des edlen Volkes gestorben. Circa 200 Jahre nach dem Sippenstreit kam über ganz Mittelerde eine Seuche aus dem Osten, eine Pest, die sowohl Arnor als auch Gondor schwer verheerte. Eriador hat viele Leute verloren. Den Mächten des Bösen kam das nur zugute. Das Schwarze Tor wurde durch den Mangel an Soldaten nicht mehr bewacht und der König sowie seine Kinder starben. Er hatte jedoch einen Neffen, der die Königslinie weiterführen konnte. Härter traf es jedoch den Norden, denn der Hexenkönig nutzte die Schwäche von Cardolan und sandte dort unter anderem die Grabunholde hin, die auch die 4 Hobbits später fast ermordet hatten. Und so fiel Cardolan. Arvedain blieb nun als einziges übrig von Arnor. Und im Grünwald traten immer mehr Orks hervor. Sauron erstarkte immer mehr. Zudem verdorrte durch die Pest der weiße Baum von Gondor. Doch ein neuer wurde gepflanzt, als Minas Anor als neuer Königssitz festgelegt wurde. Der neue König ließ nun Umbar angreifen und so starben die letzten Nachkommen von Castamir, dem Thronräuber. Doch Umbar ging schon bald verloren, denn Gondor war schwach und wurde von den Wagenfahrern aus dem Osten angegriffen und Umbar fiel den Haradrim zu. Der Krieg im Osten war groß und Gondor verlor seine großen Ostgebiete. 90 Jahre dauerte es, bis Gondor die Ostlinge vertreiben konnte. Jedoch ging das Gebiet von Gondor nur noch bis zur Dagorlad. Nach langer Trennung beschlossen nun Gondor und Arvedain, dass sie sich vereinigen sollten. Und so heiratete Arvedui die jüngste Tochter von Ondoher, der mit seinen beiden Söhnen bei einem Angriff auf die Ostlinge und Haradrim gefallen war. Durch den Angriff wurde Gondor fast vernichtet. Arvedain konnte nicht helfen, da sie selbst Probleme mit dem Hexenkönig hatten. Gondor wurde durch Earendil gerettet, den Anführer des Ostheeres. Das Problem war nun, dass Gondor keinen König mehr hatte. Also erhob Arvedui den Anspruch auf den Thron, denn seine Frau war die älteste und einzige noch lebende Nachfahrin des Königs von Gondor. Doch er wurde es nicht. Earendil, der Feldherr und Retter von Gondor, wurde der neue König. Er selbst entsprang nämlich der Linie des Königs. Und schon bald wurde er von Arvedain um Hilfe gebeten, denn der Hexenkönig hatte seine Truppen zu einem finalen Angriff gesammelt, also sandte Earendil seinen Sohn Earnur mit einer gewaltigen Flotte. Doch er kam zu spät. Während sie noch segelten, überrannte der Hexenkönig das Land von Arvedain. Der König Arvedui konnte sich aber noch nach Norden retten, wo er aber, nachdem er per Schiff gerettet werden sollte, ertrunken war. Mit ihm versanken die Palantiri von Anúminas und Amon Sul. Aber seinen Ring, den Ring Barahirs, gab er als Geschenk dem Schneevolk. Und so wurde zumindest dieses Artefakt gerettet. Als Earnur nun in Mifflond ankam, waren selbst die Elben erstaunt von seiner Flotte. Und so kamen Círdans und Earnurs Truppen zusammen und griffen Vorenost an, die Stadt, die der Hexenkönig sich als neuen Sitz genommen hatte. Der Hexenkönig kam jedoch mit seinem Gefolge nach Carendum, seiner Festung im Norden. Doch auch dorthin verfolgte Earnur ihn. Zusätzlich kam ein Trupp von Elben aus Bruchtal, mit Glorfindel als Anführer. Das Reich Angmar wurde mit all seinen üblen Gestalten bezwungen, aber nicht der Hexenkönig. Er konnte lachend entkommen. Earnur wollte ihn verfolgen, doch Glorfindel hielt ihn davon ab. Mit den allzu bekannten Worten, die zur Prophezeiung werden sollten,
die sich in über 1000 Jahren erfüllen werde. Verfolge ihn nicht, in weiter Ferne liegt noch sein Ende und von keines Mannes Hand wird er fallen. Somit war diese Schlacht beendet. Arnor war nun vollkommen zerstört, doch der Sohn von Arvenui hatte überlebt. Seine Linie waren die Anführer der Dúnedain des Nordens. Am Ende dieser Linie steht Aragorn. Der Hexenkönig ruhte aber nicht nach seiner Niederlage im Norden, denn er ging nach Mordor und in Moria erwachte zur selben Zeit der Balrog. Und erst nach einem Jahr flohen die Zwerge, nachdem das Ungetüm zwei ihrer Könige getötet hatte. Die Zwerge ließen sich nun vorerst im Erebor, im Königreich unter dem Berg, nieder. Während diesen 20 Jahren hat sich der Hexenkönig in Mordor nun ausreichend vorbereitet und griff Minas Ithil an. Nach nur 2 Jahren fiel die einst prächtige Stadt und aus ihr wurde das berühmt-berüchtigte Minas Morgul, ein Ort des Schreckens. Im Jahr 2043 starb dann König Yarnil und Yarnur folgte ihm nach. Der Hexenkönig forderte ihn heraus und verhöhnte ihn. Mardil, der Statthalter von Minas Anor, konnte Earnur aber davon abhalten. Zu dieser Zeit wurde Minas Anor umbenannt zu Minas Tirith, den Turm der Wacht. 7 Jahre später wiederholte der Hexenkönig seine Herausforderung und unterstellte Earnur, er sei im Alter schwach geworden. Earnur ließ sich, immer noch ohne Nachkommen, darauf ein. Er ritt nach Minas Morgul und wurde nie wieder gesehen. Und niemand hatte mehr genug reines Blut in den Adern und somit war er der letzte König von Gondor. An der Stelle der Könige regierten nun die Statthalter. Und so hat es der Hexenkönig geschafft, dass weder der Norden noch der Süden Könige haben. Er war es, der wohl in diesen ersten 2 Dritteln des 3. Zeitalters den größten Schaden verursacht hat. Damit hätten wir diesen Teil, den Aufstieg und Fall von Arnor und Gondor, durch. Das 3. Zeitalter bietet aber noch sehr viel mehr Potenzial, vor allem was Rohan und die Zwerge betrifft, um die wir uns in der nächsten Folge kümmern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nicht zu sehr durch die vielen Namen verwirrt. Wenn ihr mehr über die Welt von Herr der Ringe erfahren wollt, abonniert gerne den Kanal. Hier gibt es noch so einiges zu entdecken. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und auf Wiedersehen.